So, und weiter geht's. Wir versuchen wieder den gleichen Baum zum Ladeplatz zu zerren, der uns beim letzten Mal so viel Stress bereitet hat. Schauen wir mal, was ihr dazu sagt. Also, was er heute dazu sagt, der Herr Baum. Ob er heute mehr Lust hat, mitzukommen zu meinem Ladeplatz. Aber es sieht bisher nicht gut aus, weil der schmeißt mir schon wieder fast meinen Ursus um. Wie soll man da vernünftig arbeiten, wenn einen der Traktor fast schon im Stich lässt? Mir bleibt nur eins übrig, den hier hochzuholen. Erstmal. Und dann versuchen, wo wir wegkommen. Ja, wir kommen weg, das ist schon mal gut. Ja gut, jetzt haben wir hier vorne eingefehlt. Das stört mich aber weniger. Er ist zumindest schon mal hier oben. Und jetzt versuchen wir den hier so zu greifen und runter zum Ladeplatz zu bugsieren. Sollte das wieder nicht funktionieren in 15 Minuten, werde ich das Ganze offline weitermachen, damit ich euch hier nicht langweilig werde. Hedede. Und natürlich fängt er schon wieder super an, der Ganze. Hallo? Du sollst ihn nehmen und nicht fallen lassen. Scheißgreifer. LOL! Was da los? Hallo? Du sollst Richtung Ladeplatz wandern, nicht darüber. Ich sag dir eh, wo ich hin will. Du brauchst mir nur zu folgen, du Scheißbaum, du. Ah, falsche Taste. Ich dachte schon, jetzt hätte mich der Baum aus dem Traktor auch noch geschmissen. So, jetzt versuchen wir ihn nochmal schön vorne zu nehmen, wie sich's gehört, und dann ziehen wir ihn zum Ladeplatz. Sollte das nicht funktionieren, werden wir auf die Variante grob umstellen und einfach den Ladeplatz hierher verlegen. So, oder wir fahren eine Runde zum Ladeplatz. Also ich sehe schon, dieser Baum wird mir noch mehrmals Kopfzerbrechen machen. Ich will den hier nur hier zum Ladeplatz haben. Komm schon, du doofer Baum.
Dann schalten wir halt die hydraulische Fahrsteuerung ein. AK, wir schieben uns mit dem Heckrahmen nach vorwärts. Und ja, ich habe die Stützen absichtlich unten, aber jetzt sollte es eigentlich mit gehobenen Stützen gehen. Ja, es wird etwas. Wir sind fast am Ladeplatz. Den Baum verladen wir heute noch. Ob sich's Abladen noch ausgeht, lasse ich mal offen, aber verladen müsste sich noch ausgehen. Außer er bockt jetzt noch weiter so rum. Weil es ist ja noch nicht geschafft. So, die Stützen brauchen wir anscheinend doch noch. Komm. Gut, wir hängen irgendwo, das ist mir jetzt auch egal. Wir machen den jetzt erstmal ein bisschen kleiner und machen die ersten Teile in den Hänger. Und wenn die ersten Teile im Hänger sind, versuchen wir wieder den Rest vorzuziehen. So, hier stellen wir uns jetzt gut her, weil da können wir nicht weg. Da sind wir gesichert. So. Und jetzt fangen wir mal an zu schneiden. Dass ich euch zumindest ein bisschen was hier in dem Let's Play bieten kann und nicht nur mit dem doofen Tannenbaum hier arbeite. Es gibt übrigens hier in dem Spiel drei wichtige Typen: Eiche, Buche, Fichte. Aber ich kenne die drei unter anderem Namen: Baum, Baum, Weihnachtsbaum. Also nicht wundern, wenn ich mal sage, ich ziehe hier einen Weihnachtsbaum raus. So. Gut, so und los geht's, wir starten. So. Na, den habe ich aber mal genau am Rand platziert. Das ist nicht gut. Sollte schon reinplumpsen. Sonst müssen wir nochmal nachhelfen, wenn er wieder nicht reinplumpsen will. Und ein drittes Mal greife ich ihn nicht an, sage ich gleich. So, geht doch. Sag ich doch. Aber ihr seht, langes Holz gleich schwierig zu verladen. Weil das will sich schon mal gar nicht rausziehen lassen. Ich glaube, ich muss mir den Skidder wirklich noch reinnehmen. Da gibt es ja schon einen Skidder, den kleinen, habe ich gesehen. Den werden wir dann, glaube ich, beim nächsten Mal mit drinnen haben, damit das etwas schneller geht, ihn rausziehen. Weil ich meine, ich will euch ja hier nicht auf die Folter spannen. So, der ist aber mal sehr präzise geschnitten von mir. Gerade so, dass ich ihn nicht reinkriege, oder wie? Gibt's ja nicht. Ich will den hier in den Anhänger kriegen, so wie er ist. Geht sich aus. Sag ich doch, das geht sich aus. Sag ich doch, der ist präzise geschnitten. Wer hat was dagegen gesagt, dass ich nicht präzise schneiden kann? So. So, und jetzt versuchen wir uns an unserer schwersten Disziplin, den Baum hier nach vorne kriegen. Aber wie immer, wir versuchen es, wir machen das Beste draus. So, irgendwie ruckelt hier das Schild gerade ein bisschen. Ich glaube, wir stehen nicht gut. Suchen wir uns eine Ebene, den Boden. Sieht besser aus. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir, gucken wir, gucken wir mal. Sieht gut aus, der Baum bewegt sich in meine Richtung. So müsste ich jetzt alle kriegen. Na, was ist, lass den Baum aus.
Sollte mich der Baum umkippen auch noch. Sala. 1, 2, 3 und Schnitt, oder wie? 1, 2, 3, Cut! Und die Sägespäne fliegen durch die Luft. So, einen Schnitt noch hier am Holzpolter. Ja, Österreich ist das Holzpolter, falls das in Deutschland anders sein sollte. Ajojo, wie gesagt, die Rede zu Österreichisch mir vielleicht gut passt. Reden wir mehr Österreichisch. Übrigens, Götter ist nicht ercheatet. Geld hier ist wirklich erspielt. Jeder einzelne Euro. Und das wäre schwer verdient. Die ersten Forstgeräte mussten wir gleich mal den Drescher verkaufen. Aber bitte, wer braucht bitte in der Forsttechnik einen Drescher? Daher haben wir uns entschieden, wir verkaufen ihn. Da, wie gesagt, hier eigentlich angesehen ist, dass wir nur Forsttechnik machen. Ich glaube, der ist zu lang. Jetzt mal so vom Augenmaß her gesehen. Aber wir werden es gleich wissen. Ich lade ja eh ein. Und da das ja eh der letzte Baum ist, ist das ja kein Problem, wenn er ein bisschen übersteht. Kann er ruhig vorne drauf liegen, habe ich gesagt. Falls jemand fragt, ja, das habe ich gesagt. Eben jetzt gerade nämlich. Bin ich jetzt schon so gewöhnt, dass ich wieder Hochdeutsch rede? Das gibt's ja gar nicht. Muss mich jetzt erst wieder drauf gewöhnen, dass ich da normal reden kann. Weil wer es nicht versteht, wir haben sicher irgendwo im Internet ein Lexikon. Österreichisch, Deutsch, Deutsch, Österreichisch oder so. Das gibt es sicher auch schon, weil es gibt ja alles, also wird es das auch geben. Bums, einmal gegen den Kran damit. Diese Holzgeräte müssen ganz schön was aushalten bei mir. Ich hoffe, dass die Reparaturen nicht allzu teuer sind. Weil sonst bin ich bald wieder pleite, wenn die teuer sind. Eh, falsche Taste. Geht, falsche Taste erwischt. Ey, wir sind neben dem Anhänger, du doofer Trecker. Du sollst es in den Anhänger schmeißen, nicht daneben. So, geht doch, liegt schon drin, guck dir. Guck zwar auch ein bisschen raus, aber ist ja egal. So, ich glaube, dann mit dem Wegfahren geht sich heute nicht mehr aus. Dann machen wir in der nächsten Folge, da wird er nur weggefahren. Ich hoffe, es gefällt euch hier bei mir. Bald haben wir das Geld beieinander, dann gibt es einen schönen, braven Scorpion King. Dann haben wir hier weniger mit dem Kran hier zu werkeln. Dann machen wir alles mit dem Scorpion King. Direkt hier in meinen Stückgutlader fertig. So, da. Die erste Verladung ist fertig. Das war's dann auch für diesen Part. Wie gesagt, abfahren machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und würde mich freuen, euch bald wiederzusehen. Ah, okay. Der Baumstamm ist so lang. Den sollte ich wirklich mal durchschneiden, noch in der Mitte. Das machen wir jetzt noch, bevor wir fahren. Weil sonst behindert mich der während der Fahrt dann die ganze Zeit. Das will ich ja auch nicht. So, kletter, kletter. Kletter. Ja, ich weiß, dass da der Kran im Weg ist. So, jetzt rüber auf den hier. So, den schneiden wir in der Mitte einfach durch jetzt. So, dass hoffentlich der Rest reinfällt. Und ihr könnt mir eins glauben, es wird auch beim Fahren... Oh, falsche Taste. Aber so können wir es ein bisschen schlichten, dass sie schöner liegen. Seht ihr schon, liegen die schöner. Wir schalten gleich um auf den Kran.
Ja, sonst passiert mir das wieder. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao und bye bye. Das war euer Fipsi. Bis zum nächsten Mal.